Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Gespräch und ich freue mich, als Gesprächspartner heute zu Gast zu haben, Ernst Wolf, Finanzexperte, Autor und in diesen Tagen finde ich sehr wichtig hervorzuheben, Pazifist. Guten Tag, Herr Wolf. Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich hatte immer das Gefühl, dass wir in ähnliche Domänen gehen bei der Recherche und ich glaube, wir können auch gerade mit einem aktuellen Thema einsteigen, wo wir wahrscheinlich auch ähnlicher Meinung sind, aber ich gerade Ihren X- bzw. Twitter-Post gesehen habe über Javier Milei. Ist ja gerade das aktuelle Thema, der neue Präsident Argentiniens, der jetzt von vielen als Retter in der Not gesehen wird, ja, wie auch schon Donald Trump und Elon Musk und diverse andere Charaktere. Sie haben da gerade ein paar ganz nette Informationen zugepostet. Das wäre, glaube ich, mal noch ein interessanter Einstieg. Sind Sie da hoffnungsvoll, was Herrn Milei angeht? Ganz gewiss nicht. Also Herr Milei, der wird also wahrscheinlich mit dem härtesten Austeritätsprogramm aller Zeiten aufwarten. Also dagegen wird Griechenland wahrscheinlich noch so was wie ein Kindergeburtstag gewesen sein. Also man muss wissen, Javier Milei hat einen ähnlichen Background wie Herr Zelensky. Herr Zelensky ist ja von einem Milliardär gefördert worden und das Gleiche gilt auch für Javier Milei. Also da ist ein argentinischer Milliardär armenischer Abstammung dahinter. Den Namen weiß ich jetzt im Moment nicht, aber der ist der Chef der Corporación America International. Also das ist eine Gesellschaft, die wir vor allem private Flughäfen betreibt, die übrigens in der großen Euro-Krise damals auch Flughäfen in Griechenland aufkaufen wollte. Der Mann hat Javier Milei eigentlich groß gemacht und hat mit seinem Geld im Hintergrund dafür gesorgt, dass Javier Milei da sein kann, wo er heute ist. Also ganz interessant an der Wahl von Milei finde ich, dass wir daran sehen, wie unglaublich stark die sozialen Medien heute die Wahlen beeinflussen. Also in meiner Wahrnehmung leben wir ja sowieso seit einigen Jahren nicht mehr in einer parlamentarischen Demokratie, sondern im digitalen Faschismus. Und das zeigt sich für mich ganz deutlich jetzt in Argentinien, wo ganz viele arbeitslose junge Menschen diesen Mann gewählt haben, der auf jeden Fall genau gegen sie schießen wird. Mhm. Also das Programm, was der jetzt durchziehen wird, ist das härteste Austeritätsprogramm, was wir je erlebt haben. Der hat in seinem Wahlkampf auch kaum erwähnt den IWF. Argentinien ist seit 1956 im IWF, hat 23 Kredite bekommen und diese Kredite werden immer mit Auflagen verbunden, die immer sich gegen die arbeitende Bevölkerung wenden. Und Herr Milei hat im Moment jetzt, also wenn er die Regierung dann übernimmt, muss er einen Kredit von 44 Milliarden an den IWF zurückzahlen. Und er will das tun, indem er die Maßnahmen noch weiter verschärft. Also da steht der argentinischen Bevölkerung wirklich eine Art soziales Blutbad bevor. Ich meine, die leiden sowieso unter 140% Arbeitslosigkeit. 50% der Menschen sind vom Sozialhilfe abhängig. 40% der Bevölkerung leben unter der Armutsgrenze. Also da bahnt sich absolut nichts Gutes an. Und wer da meint, dass da das Heil herkommt, der hat wirklich nicht verstanden, in welcher Zeit wir leben. Ja, das stimmt. Also ich hatte das auch schon mal ansatzweise recherchiert, fand das aber ein interessantes Thema, weil ich nenne es immer die Truman Show. Eben, also ich habe das Gefühl, wir leben, wie Sie es gerade sagen, in einer Truman Show. Es ist im Prinzip so ziemlich alles kuratierte Realität. Ja. Man kann eigentlich nichts mehr glauben. Also jetzt nicht mal nur, also nicht mal in Bezug auf AI und also künstliche Intelligenz nur, sondern einfach im Bezug auf die Darreichung. Also ich denke immer, was wir sehen, das sollen wir sehen. Und das trifft, glaube ich, da auch in dem Punkt ja sehr zu. Ne? Also. Ja, Sie werden das wahrscheinlich genauso wie ich gemerkt haben, dass im Internet ja auch unglaublich viele Seiten gelöscht wurden. Also unglaublich viele kritische Seiten sind heute im Internet nicht mehr zu finden. Also da findet eine Vorauswahl statt, damit die Leute nur noch das konsumieren können oder in ihren Kopf reinbekommen, was die Leute im Hintergrund, also die das Ganze finanzieren und die digitale Sphäre heute beherrschen, was die wollen. Mhm. Ja, ich nenne es immer die digitale Bücherverbrennung, die genau. Da läuft. Ja. Also ohne diese Archive-Seite, Internetarchiv, wäre man oft aufgeschmissen, weil dort findet man natürlich noch die URLs und kann dann Artikel, bevor sie umgeschrieben werden, in der Altversion lesen, in der Ursprungsversion oder bevor sie gelöscht werden. Ne? Das ist dann ganz wichtig für Menschen, die recherchieren. Was mich aber noch kurz überleitet, auch zum Thema dann eben, Sie haben die Connection zum World Economic Forum, zum Weltwirtschaftsforum erwähnt, des Herrn Milei bzw. seiner Corporation, America's Corporation. Ich hatte Ihnen in einem Punkt wegen dem Buchtitel, Ihr letztes Buch war ja, also
vorletztes Buch, ich glaube, das Kinderbuch kam danach, wenn ich mich nicht täusche, war die geheime Weltmacht im Hintergrund. Da hatte ich Ja, genau. soft, aber sachlich widersprochen, weil ich als Weltmacht empfinde ich das WEF ja immer nicht. Ich empfinde es, wenn man es so eine Konzernstruktur anschaut, eher als das mittlere Management, so die Change Management und Marketingabteilung der Hegemonie oder des Korporatismus. Für mich sind Weltmacht dann nochmal andere Organisationen, wie jetzt zum Beispiel Council on Foreign Relations, der auf das Institut für International Affairs in London, also Chatham House, zurückgeht und im Prinzip geopolitisch weitreichenden Einfluss im Hintergrund hat, aber nicht so in der, ja, in der Frontlinie steht, so vor der Kamera, ne? Also vor der Kamera sind da immer die Damen und Herren, die gerne die Kabinette penetrieren, wie es Herr Schwab sagt. Wie sehen Sie das dann? Haben Sie da eine ähnliche Meinung oder sehen Sie das WEF doch exponierter? Wir bei Manova möchten mit unabhängigem Journalismus die Spaltung überwinden. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei unterstützen mit einer kleinen oder gern auch größeren Spende. Vielen Dank. Na, ich denke, es ist ganz einfach so. Also der digital-finanzielle Komplex, das sind die großen Vermögensverwalter der Wall Street und die großen Digitalgiganten des Silicon Valley. Die haben sich eine eigene Armada von Organisationen geschaffen. Entweder haben sie sich die unterworfen und unterwandert. Also die Vereinten Nationen gehören dazu, der Internationale Währungsfonds gehört dazu, die Weltbank gehört dazu. Natürlich auch private Stiftungen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, die Soros Stiftung, jede Menge Thinktanks, dann jede Menge NGOs wie Greenpeace oder Amnesty International. All diese Organisationen haben die unterwandert. Aber es gibt eben eine Organisation, die mit allen wiederum vernetzt ist, und das ist das WEF. Also das WEF bildet ja seit den 90er Jahren auch die politische und korporative Elite der Welt aus. Also es gibt auf der ganzen Welt niemanden so wie Herrn Schwab, der die Handynummern von allen wirklichen wichtigen Wirtschaftsführern und allen Politikern in seiner Hand hat und der denen natürlich auch direkte Anweisungen geben kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass Herr Schwab eigentlich der Mann gewesen wäre, der beide Kriege hätte verhindern können, weil der ist persönlich bekannt mit sowohl Selenskyj als auch Putin, der ist persönlich bekannt mit auch Herrn Netanyahu. Und man darf nicht vergessen, der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ist ebenfalls ein Mann des WEF. Also der hätte da für Frieden sorgen können, hat genau das Gegenteil gemacht, weil er seinen Herren eben dienlich ist. Und die Herren, das ist eben dieser digital-finanzielle Komplex. Also ich sehe den Herrn Schwab da so als einen Broker, der deren Interesse vertritt und der eben die ganze Arbeit macht und der auch dann in der Öffentlichkeit oft die Aufmerksamkeit auf sich zieht, während im Hintergrund ganz entscheidende Dinge bewegt werden. Also ganz interessant ist, dass der Chef von BlackRock ja 2019 mit in den Vorstand des WEF berufen wurde. Und für mich ist ja 2019 das absolute Schicksalsjahr gewesen, weil Ende 2018 war klar, das alte Finanzsystem kann nicht länger am Leben erhalten werden. Und im Januar 2019 hat das WEF die großen Zentralbanken zusammengebracht mit den Blockchain-Firmen und den großen Kreditinstituten, den Großbanken der Wall Street. Und die haben das Konsortium für die Entwicklung digitaler Zentralbankwährungen auf den Weg gebracht. Und dieses Konsortium umfasst inzwischen 133 Zentralbanken und arbeitet am wichtigsten Projekt, das es überhaupt in der Geschichte des Geldes jemals gegeben hat, nämlich an der Einführung von CBDCs. Ja, das stimmt. Also die Rolle sehe ich auch und eben dann sind wir uns, glaube ich, da aber grundsätzlich auch einig, weil was Sie als digital-finanziellen Komplex im Hintergrund begreifen oder beschreiben, ist das, was ich dann immer, wenn ich meine Recherchen über David Rockefeller, die UN, Council on Foreign Relations etc. historisch begründe und auch dann eben die Entstehung des WEF durch im Prinzip Protégé Schwab des Herrn Kissinger. Ja, Dann genau. sieht man ja, dass das Managementforum von Kissinger an der Harvard University bzw. die Vorgängerorganisationen ähnliche Gründe hatten. Und es sieht dann so aus, als hätte Schwab eigentlich nur den Stab übernommen eines Herrn Kissinger und das Ganze dann eben vergrößert und professionalisiert. Ne? Ja, der hat natürlich auch das persönliche Glück, dass er eben so alt geworden ist und eigentlich jeden, der in der Welt was zu sagen hat, hat kommen und gehen sehen. Ja. Also ich meine, und diese Vernetzung ist natürlich unglaublich wichtig. Also ich glaube, außer ihm gibt es wohl keinen Menschen auf der Welt, der morgens in Washington anrufen kann oder in Beijing anrufen kann oder auch in Moskau anrufen kann und da wahrscheinlich sofort zur privaten Audienz empfangen. Ist auch erstaunlich, dass er noch lebt, obwohl er die Alten immer als nutzlose Fresser bezeichnet, ne? Das ist Ganz genau, ja, das das ist ist sein Spruch. ein eiskalter Zyniker, der Mann, ein Transhumanist von der schlimmsten Sorte.
Ja, ganz schrecklich. Und die Connections eines Kissinger sind ähnlich wie die des David Rockefeller. Im Prinzip in jeder Organisation, auch die weniger bekannten, also Trilaterale Kommission, Bilderberger, Council on Foreign Relations, und Le Cercle, das kennen die wenigsten Menschen. Das ist auch so eine ganz düstere, kleine Organisation. Der Mann ist ja wirklich überall Mitglied, wie David Rockefeller, wenn man die Biografie des Herrn liest. Ich habe das gerade neulich nochmal. Ich kannte die zwar digital, hatte mir aber das physische Buch nochmal besorgt. Und bin dann nochmal die Rockefeller-Biografie durch. Es ist einfach unglaublich, wenn man sieht, welchen Einfluss der Mann in den letzten, also bis zu seinem Tod, in den letzten 50 bis 70 Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg hatte. Ja, ganz genau. Aber das zeigt eben auch diese Konzentration von Macht in immer weniger Händen. Also das ist ja der große Trend, den wir eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg durchgehend erlebt haben. Also es ist immer mehr Macht in immer weniger Hände gewandelt. Das Erste hatte mit dem Geld zu tun und jetzt natürlich hat das mit den Daten zu tun. Weil meiner Meinung nach leben wir in einer Zeit, in der der Spruch Geld regiert die Welt nicht mehr gilt, sondern heute gilt Daten und Geld regieren die Welt. Wobei die Daten inzwischen mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger geworden sind als das Geld. Ja, wahrscheinlich. Das Geld lässt sich ja im Prinzip aus heißer Luft schnell Ganz herrechnen, genau, ja, mit ein ganz paar genau. Nullen. Ja. Das Ja. ist bei den Daten dann schon anders, wenn Sie und ich uns weigern, die DNA-Proben abzugeben beziehungsweise Daten zur Verfügung zu stellen, dann kommt man da auch schlecht ran, ja, wenn wir es nicht Richtig. tun. Ja, das sehe ich auch so. Ja, das bringt aber eigentlich dann gleich mich zum nächsten Thema, nämlich das Thema BRICS. Da hatte ich auch einen längeren Artikel drüber geschrieben, der nennt sich der BRICS-Bluff, weil in der Rückschau kann man relativ deutlich erkennen, entgegen der ventilierten Meinung, dass die BRICS jetzt der große Gegenpol zum Wertewesten sind, dass dem nicht, vielleicht nicht ganz so ist. Da haben Sie, glaube ich, auch eine differenzierte Haltung zu, oder? Ja, ich wundere mich einfach, wie viele Leute auf dieses Narrativ aufgesprungen sind, weil ich meine, die BRICS-Staaten, der größte BRICS-Staat ist China und in China ist diese Agenda am weitesten fortgeschritten, also die Einführung der CBDCs. Da gibt es inzwischen 260 Millionen Bürger, die eine Wallet auf ihrem Handy haben. Da gibt es 6 Millionen Einzelhändler, die die CBDC inzwischen akzeptieren. Wir haben in China also auch das schlimmste Überwachungssystem aller Zeiten mit Drohnen, mit Gesichtserkennung. Also wie man von da irgendwelches Heil erwarten kann, ist mir ein absolutes Rätsel. Aber man kann ja auch mal weitergehen, die anderen Staaten sich ansehen. Also interessant ist, dass sämtliche BRICS-Staaten in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich vertreten sind, die meisten BRICS-Staaten sogar im Vorstand mitsitzen. Und die Bank für internationalen Zahlungsausgleich ist die Zentralbank aller Zentralbanken und die ist eine der wichtigsten Organisationen bei der Vorantreibung des neuen Geldes. Dann muss man sich angucken, wer jetzt als neue Kandidaten dazukommen. Ganz interessant ist ja, Argentinien ist jetzt dabei, ausgerechnet mit Herrn Milei. Aber noch interessanter ist vielleicht, dass Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate dabei sind. Beide gehören zum Arab Monetary Fund und der Arab Monetary Fund gehört wiederum zur Better Than Cash Alliance, die von der Bill und Melinda Gates Stiftung mitfinanziert wird und auch vom deutschen Ministerium für Entwicklungshilfe mitfinanziert wird. Und deren erklärtes Ziel ist eben die Aufhebung von Bargeld, also die Zurückdrängung weltweit von Bargeld. Also ich vermag nicht da nachzuvollziehen, wie man sich von denen irgendwie eine bessere Welt erwarten kann. Ja, ist erstaunlich, ne? Während Covid aktiv war oder das Thema war, da waren ja auch alle der Meinung, wie grausam ist es in China. Die Leute sind in ihren Wohnkomplexen eingesperrt, die Türen werden zugeschweißt und kurze Zeit später hält man diese Allianz dann für den berechtigten Gegenpol zum Wertewesten, nur weil sich das medial so präsentiert. Und so wie Sie sagen, im Hintergrund gibt es, und das glaube ich, haben die wenigsten Leute auf dem Schirm, diese ganzen Konstrukte der Finanzwelt. Also außer Weltbank und IWF gibt es ja auch noch dann diese Asian Development Bank und also viele andere Finanzinstitute im Hintergrund, die China aufgebaut hat. Und wenn man sich Äußerungen anhört des früheren Zentralbankchefs Chinas, der dann sagt, ja, der IWF oder die Weltbank, das sind nicht unsere Gegner, das ist ein komplementäres System. Also die ergänzen uns, wir ergänzen die. Das klingt jetzt auch nicht wirklich so nach Gegenpol, wenn man sich das durchliest, ne? Nein, nein, das sind im Hintergrund Allianzen. Das ist ja genau wie im Zweiten Weltkrieg, da war es ja auch so. Also im Zweiten Weltkrieg, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, Ende der Weimarer Republik, ist ja im Jahr, ich glaube, war es von 1930, die BIZ gegründet worden, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Die sollte damals die Reparationszahlungen Deutschlands weiter organisieren. Also die Reparationszahlungen wurden aber ganz kurz darauf ausgesetzt, sodass man davon ausgehen kann, da stand ein anderer Plan dahinter. Diese Bank hat dafür gesorgt, dass das deutsche Raubgold dann ans Ausland verkauft wurde. Und diese Bank wurde dann vom deutschen
Reichsbankchef von Hjalmar Schacht damals als seine Bank bezeichnet. Also da weiß man, was im Hintergrund diese Allianzen immer gut funktionieren, während im Vordergrund also die Politiker vorgeschickt werden und dann schrecklicherweise auch junge Menschen dann kriegerisch gegeneinander aufgehetzt werden. Also das muss man jetzt auch sehen, was den angeblichen Konflikt zwischen China und den USA oder dem Westen da betrifft. Also da gibt es auch eine ganz interessante Organisation, das ist das IFF, International Finance Forum. Das ist sowas wie das WEF, allerdings unter chinesischer Führung. Also da sind 6 chinesische KP-Kader, die wichtigsten Leute darin. Und die hatten im vorvergangenen Jahr hatten die eine große Sitzung in Beijing. Und da fand ich die interessanteste Information, die von da aus in die Welt gedrungen ist, die aber nirgendwo berichtet wurde, ist, dass man überlegt hat, damals den E-Yuan auf dem Netzwerk entweder von Ethereum oder von Diem, der Nachfolgewährung von Libra, herauszubringen. Also da sieht man, wo die wirklichen Allianzen in unserer Welt sind. Also die werden den Leuten natürlich nicht berichtet. Die Leute werden ständig irgendwie in Atem gehalten, indem man über große, große Differenzen miteinander berichtet. Man braucht ja auch immer einen äußeren Feind. Man braucht immer jemanden, dem man die Schuld zuschieben kann. Und da eignet sich das Ausland, von dem die Leute natürlich en Detail überhaupt gar keine Ahnung haben. Das eignet sich da ganz hervorragend. Und man muss leider auch sagen, dass das Bildungsniveau in unserer Zeit leider also atemberaubend abgefallen ist. Also die Leute, die gerade die junge Generation ist mit Handys aufgewachsen, mit iPads aufgewachsen und die kriegen nur noch die Informationen, die Google, Apple und Co. ihnen geben wollen. Und die haben zum Beispiel auch überhaupt gar kein Geschichtsbewusstsein mehr. Also wer die Situation heute gut verstehen will, der sollte sich unbedingt mal die Situation vor dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg ansehen und mal sehen, wer in diesen Kriegen profitiert hat, wer da gestorben ist. Es ist kein einziger von denen gestorben, die da richtig groß abgesahnt haben dabei. Und in beiden Kriegen gab es nur einen einzigen großen Sieger. Das waren die großen Banken der Wall Street. Und diese Banken der Wall Street, die sind inzwischen verdrängt worden. Also die sind zwar noch groß, aber dahinter steht eine weit größere Macht seit Anfang der 2000er Jahre und das sind die Vermögensverwalter. Es hat im Finanzsystem noch nie eine größere Macht gegeben als BlackRock, Vanguard, Fidelity und State Street. Ja, interessant ist, wenn dann was berichtet wird, dann wird es ja so berichtet, dass man es falsch aufnimmt. Also das Thema SWIFT zum Beispiel wurde dann berichtet, die Chinesen hätten jetzt eine tolle Alternative entwickelt zum westlichen SWIFT-System, läuft aber dann am Ende auf der technologisch gleichen Plattform, heißt nur anders. Ja, also ja, es war ja dann im Prinzip technologisch die gleiche Plattform, hieß dann nur anders, hat aber den SWIFT, das SWIFT-Backend benutzt. Passt gut übrigens zu einer Aussage auch von Montagu Norman, dem früheren Gouverneur der Zentralbank Englands, Großbritanniens, der gesagt hat, dass man die Demokratie wunderbar verwenden kann, um die Leute gegeneinander aufzuhetzen, weil dann hätte man an der Spitze der Nahrungskette Ruhe, ne? So sinngemäß. Auch interessant, dass der Mann einer der besten Freunde von Hjalmar Schacht gewesen ist, also dem Mann, der Hitlers Krieg finanziert hat. Also das sind die Allianzen im Hintergrund. Also das sind die Dinge, die man eigentlich wissen muss, um zu verstehen, dass das alles, was uns vorgespielt wird, ein riesiges Theater ist. Ja, deswegen habe ich auch gerade noch mal einen Artikel, wie Sie es auch sagen. Ich habe noch mal eine längere Betrachtung geschrieben zur Geschichte des Ersten Weltkrieges und dann im Prinzip also dem Zweiten Weltkrieg, der als logische Schlussfolgerung des Ersten erfolgen musste und die Frage, ob es denn einen Dritten geben muss. Und da fand ich auch ganz interessant, dass es zum Beispiel Aussagen gibt wie Ferdinand Foch, französischer General, der dann schon nach dem Friedensvertrag nach dem Ersten Weltkrieg gesagt hat, das ist kein Frieden, das ist ein Waffenstillstand für 20 Jahre. Exakt 20 Jahre später ging der Zweite Weltkrieg los und hat im Prinzip uns das gebracht, was wir heute haben, nämlich nicht nur das Weltwirtschaftssystem, sondern auch die geostrategische Aufteilung inklusive Israel, weil auch, wie Sie sagen, das Geschichtsbewusstsein ist nicht mehr da. Die Leute vergessen, dass Israel nicht erst seit 47, 48 mit der UN-Resolution existierte, sondern dass es davor eine Balfour-Erklärung gab, die massiv und primär von Alfred Milner und englischen Eliten instrumentalisiert bzw. geschaffen wurde, dass es davor ein Sykes-Picot-Agreement gab im Jahr 1916, dann 17 die Balfour-Erklärung und dass da schon ab 1880 von Großbritannien und Frankreich aus von der Hochfinanz Siedlungsprojekte liefen und Land gekauft wurde. Also die Geschichte bzw. die Gegenwart macht ja oft erst auch im Kontext der Geschichte Sinn. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, dann, ich hätte das noch für den Schluss, aber dann leite ich doch mal auf die Frage noch über. Wie sehen Sie denn dann die Entwicklung? Ist es jetzt eher dystopisch? Muss man mit einem dritten Weltkrieg rechnen? Ist das ein dritter Weltkrieg, den wir vielleicht so noch gar nicht erlebt haben, wegen des technologischen Fortschritts auch und neuen Waffengenerationen? Man spricht ja da auch gerne vom
Kriegsführung fünfter Generation heutzutage? Oder errechnen Sie damit, dass das vielleicht dann auch eher eine Art medial dargestellter Krieg ist, wo man vielleicht ein, zwei tatsächlich Atompilze sieht oder große Angriffe, die dann medial instrumentalisiert werden, dass aber der heiße Krieg gar nicht so stattfinden muss? Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, es ist ganz interessant. Also ich denke, wenn man da so 20, 30 Jahre weiterdenkt, dann ist es möglicherweise so, dass man dann entscheiden wird, dass der Dritte Weltkrieg im Jahre 2019 eigentlich angefangen hat. Und zwar mit dem Zusammenbruch des alten Systems. Weil wir haben ja ab 2020 gesehen, dass das erste Mal in der Geschichte der Menschheit fast 200 Regierungen genau die gleichen Maßnahmen gegen ihre eigene Bevölkerung durchgesetzt haben. Und jetzt sehen wir das Gleiche im Rahmen des Ukraine-Krieges und des Israel-Krieges. Also da ist eben eine neue Großmacht im Hintergrund, die da die Strippen zieht. Und wie weit da die kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt noch getrieben wird, das vermag ich nicht vorauszusagen. Ich sehe allerdings im Moment, dass auf der unteren Ebene, also auf der zweiten Ebene, im Rahmen der Politik so gut wie nichts dafür getan wird, zu deeskalieren. Und da diese Leute ihre Befehle alle aus dem Hintergrund kriegen und ergebene Diener ihrer Herren sind, glaube ich schon, dass es wirklich gefährlich werden kann und dass es brenzlig werden kann. Also um das den Zuschauern nochmal zu erklären, ich denke, die Politiker, die wir heute haben, sind ja fast alles absolut inkompetente Dilettanten. Aber das ist für viele Anlass zu sagen, also wir leben in einer Zeit, in der Idioten die Welt regieren. Die wichtige Frage für mich ist, warum das so ist. Wer positioniert die hier? Und wer macht denn trifft in Wirklichkeit die Entscheidung? Und da kann man für Deutschland zum Beispiel ganz klar sagen, da muss man einfach auf die parlamentarische Staatssekretärsebene mal hinabsteigen und dann sieht man, wer die Entscheidung trifft. Also wichtigste parlamentarische Staatssekretärin von Herrn Habeck ist Frau Elga Bartsch, die war vorher bei BlackRock und davor 20 Jahre in der City of London. Also das ist eine Frau der Finanzelite, die ihm wahrscheinlich sagt, wo es lang geht, weil Herr Habeck selber, der weiß ja überhaupt nichts über Ökonomie, der muss nur das sagen, was sie ihm vorgibt. Ähnliches gilt wahrscheinlich für Herrn Scholz. Herr Scholz, der schon sich als Dilettant erwiesen hat in der ganzen Cum-Ex-Affäre, weil er da wirklich sehr, sehr tapsig und dumm gehandelt hat und eigentlich heute hinter Gittern sitzen müsste. Aber sein wichtigster Staatssekretär, das ist ein Herr Rolf Kukies und das ist ein Mann von Goldman Sachs. Goldman Sachs größter Hauptaktionär ist BlackRock. Also da ist auch klar, wer die Entscheidungen trifft. Und wenn wir Frau Annalena Baerbock ansehen, die Außenministerin, da ist die wichtigste Beraterin offensichtlich die ehemalige Chefin von Greenpeace, Jennifer Morgan, die gleichzeitig zum WEF gehört. Also da werden im Hintergrund die ganzen Strippen gezogen. Ich denke, diese ganzen Minister, die ganzen Politiker sind nichts anderes als Marionetten, die von Talkshow zu Talkshow ziehen und da den Leuten irgendwie Sand in die Augen streuen, damit die Leute in die falsche Richtung gucken. Ja, den Eindruck habe ich auch. Und ich denke mir immer, wenn ich aus der Position heraus agiere, dass ich eine globale Herrschaft schaffen will, so wie Sie es sagen, dass nahezu alle Länder der Welt im Gleichschritt marschieren und die gleichen Maßnahmen umsetzen, die gleichen Programme fahren, auch wenn sie ein bisschen anders daherkommen, dann frage ich mich ja immer, welchen Zweck hat das? Und wenn ich jetzt mal auf die Dokumente eines Cecil Rhodes zurückblicke, eben um 1898 bis 1902, der eine globale Föderation sah, also eine Welt Regierung unter britischer Ägide, und dass auch das Hauptziel war, die amerikanischen 13 Kolonien wieder zurück ins Empire zu holen. Wenn man sich dann kontinuierlich anschaut, was dessen Vision war, hin zu einer, und aus diesen Kreisen stammt auch die Federal Union und die Vorläufer, die League of Nations, also der Vorläufer der UN. Aber die UN bis heute wird ja wahrgenommen als eher zahnloser Tiger, hat keine wirkliche Regierungsgewalt, ja, wird immer als ja, nichtssagendes Gremium mit ein paar Resolutionen betrachtet. Stelle ich mir jetzt aber vor, ich bin derjenige, der diesen Plan verfolgt, dann wäre mein Szenario, mein Traumszenario natürlich eine globale Disruption unglaublichen Ausmaßes, ob das jetzt finanziell ist oder durch Krieg oder durch irgendein ja, Cyberpandemie-Blackout-Szenario, was auch immer. Denn je größer das Chaos ist, mit jeder Krise stärkt man ja im Prinzip die UN. Und wenn der Punkt kommen sollte, dass, so wie Sie sagen, die Leute dem Nationalstaat nicht mehr vertrauen, weil sie sehen, das sind alles irgendwie Kasper, die kann ich nicht ernst nehmen, da ist Inkompetenz, die vertreten mich nicht, das funktioniert nicht. Der Nationalstaat. Wir brauchen globale Lösungen für globale Probleme. Das ist ja auch immer die Message. Dann wäre das ja das Traumszenario, um einer UN de facto Regierungsgewalt zu geben. Und gerade hatte ich vor 2, 3 Monaten einen Artikel über die UN-demokratische Übernahme geschrieben, weil ich habe auch das Gefühl, dass die wenigsten Leute haben das Programm mitbekommen, was Guterres lanciert hat. Das heißt Our Common Agenda. Und da war zum ersten Mal, und das glaube ich für Sie auch interessant, zu lesen, dass man als
also ein globales Steuermodell plant und darüber konstituiert sich ein Staat. Also ein Staat beginnt dann, wenn er Steuern eintreibt und dort ist zum ersten Mal zu lesen, dass man ein Global Tax Model aufsetzen möchte. Ja, das ist ganz interessant, dass die jetzt tatsächlich also endlich mal rauskommen mit der wirklichen Funktion von Nationalstaaten. Also viele Leute glauben ja, dass Nationalstaaten so auf kultureller Identität basieren. Das ist aller absoluter Unsinn. Nationalstaaten sind gegründet worden als Währungseinheiten. Das Wichtigste bei der Gründung von Nationalstaaten war die Einführung einer einheitlichen Währung. Also in Deutschland ist die Mark 1871 eingeführt worden, dann ist 1873 die Reichsbank gegründet worden. Das war praktisch eine Währungsunion. Und das Geld war immer der bestimmende Faktor dabei. Und das gilt natürlich auch jetzt für alles andere. Nur eben in unserer Zeit sind dazu noch die Daten gekommen, mit denen man die Leute natürlich noch weiter stark beherrschen kann. Und dann dieser mediale Einfluss, den man heutzutage auf die Menschen ausüben kann. Und was die UN angeht, also ich meine, die WHO ist ja nicht umsonst eine der Unterorganisationen der UN. Also die UN hat praktisch auch in der Pandemie da vorgegeben, was zu passieren hat in der Welt. Und die Vereinten Nationen sind ja direkt unter amerikanischer Ägide gegründet worden. Also die sind die Nachfolger vom Völkerbund. Der Völkerbund war auch nie die Vertretung der Völker, sondern die Vertretung der Mächtigsten unter diesen Völkern, und zwar der Regierungen in diesen Völkern. Und nochmal ganz kurz zurück zum Ersten Weltkrieg, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Also der Erste Weltkrieg, da ging es darum, wer tritt die Nachfolge der Briten an, weil die haben im Burenkrieg damals gezeigt, dass die nicht mehr so stark sind wie zuvor und dem vorausgegangen sind, in den USA diese unglaubliche Entwicklung nach dem Bürgerkrieg und in Deutschland die unglaubliche industrielle Entwicklung nach der Gründung des Deutschen Reiches. Und da haben Deutschland und den USA wohl gedacht, dass sie dann das Zepter von Großbritannien übernehmen können. Für Deutschland ist der Traum dann nicht aufgegangen, weil die USA dann in den Krieg eingegriffen haben. Raffiniert ist ja auch, dass die relativ spät erst eingegriffen haben. Und da zeigt sich auch mal wieder die Rolle der Politik von damals. Also Woodrow Wilson ist 1914 gewählt worden als Antikriegspräsident, ist dann 1917 eingeknickt, nachdem ihm die Banken klar gemacht haben, wir haben Kredite an die ganzen Kriegsgegner vergeben. Also das zeigt auch, wie weit man Politikern trauen sollte. Und dass da die ganze Sache ist über 100 Jahre her. Also da sollte man wirklich keinem einzigen ein einziges Wort glauben von dem, was er heute von sich gibt. Ja, eben, und die Geschichte ist sehr interessant, wenn man dann anschaut, wer um Woodrow Wilson Einfluss hatte, ne? Dieser Colonel House, der wiederum eng verbunden war mit den britischen Finanzeliten. Und der war, Wilson schreibt das selbst, ja, sowas wie seine zweite Persönlichkeit und der Taktgeber für die Außenpolitik. Und wenn man sich dann, da gibt es auch die Colonel House oder Edward Mandel House heißt da eigentlich, Dokumente, die man sich anschauen kann, die 1928 veröffentlicht wurden, dann sieht man auch, was der alles verfasst hat. Und interessant, wie Sie sagen, ist auch, dass genau 1913 dann die Bundeseinkommensteuer, der Federal Income Tax, der Federal Reserve Act verabschiedet wurde. Und dann eben kurze Zeit später, wenige Jahre später, fühlt man sich bereit für Krieg in Europa. Ja? Also durch dann eben das, es hieß dann Rape of Belgium, die Schändung Belgiens, wo man dann eben selbst heute nachlesen kann, sogar auf Wikipedia, dass die Kriegspropaganda der Alliierten mit Gräuelpropaganda gearbeitet hat, die im Nachhinein komplett widerlegt wurde, weil es eine also stilistisch dargestellte, völlig überzogene Darstellung des zu Recht verurteilten deutschen Einmarsches in Belgien Ja. darstellte. Und es war auch da schon die Rede von vergewaltigten Frauen, niedergebrannten Kirchen, geköpften Kindern, Amputationen und entsprechende Bilder hat man gemalt. Also es ist ein Lehrstück, wie man eine neutrale amerikanische Bevölkerung, die überhaupt kein Interesse an einem Krieg in Europa wegen irgendeinem erschossenen Thronfolger hatte, über wenige Jahre hinweg in eine Position gebracht hat, medial. Und das ohne Social Media, dass sie das Gefühl hatte, das ist ein Krieg, an dem wir uns beteiligen müssen. Ja, Und im Hintergrund sind die gleichen Mächte aktiv, ne? Also da gibt es schon eine genau. gewisse historische Kontinuität auch. Ganz interessant ist ja auch die Rolle der Medien, gerade beim Ersten Weltkrieg damals. Also da wurden ja alle möglichen berühmten Schauspieler mit eingespannt, also von Charlie Chaplin bis hin zu ganz anderen Leuten damals. Und also da gab es auch einen Film übrigens im Ersten Weltkrieg, der in Amerika überall gespielt wurde. Der hatte den Titel Der Kaiser, die Bestie von Berlin. Also da hat man die öffentliche Meinung dann auch ganz schön aufgeputscht. Also das sind Mittel, die wahrscheinlich haben die im alten Rom auch schon gegolten. Also die Mächtigen sind dann, wenn sie an der Macht sind, relativ hemmungslos in den ganzen ideologischen Mitteln, zu denen sie dann greifen. Ja, wo man dann auch sieht, dass eben das, ja, dass der Wähler, das Volk, die Bevölkerung, die Leute in der Regel einen Dreck interessiert. Man muss es ja so sagen. Also es geht immer primär um Machtinteressen, um Geld.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, wo sehen Sie dann die Motivation dieser Menschen? Weil wenn man sich anschaut, ein David Rockefeller, damals ein Cecil Rhodes, reichster Mann seiner Ära, Gründer von De Beers, die Menschen hatten ja alles, also finanziell betrachtet. Macht hatten sie eigentlich auch schon sehr viel. Können Sie irgendeine unterliegende Motivation ausmachen, außer Narzissmus und Wahnsinn? Ja, ich denke, das ist also wie so eine Droge. Das ist, wenn man einmal als Drogenabhängiger drin steckt, dann braucht man immer mehr. Und das wird bei denen wahrscheinlich nicht anders sein. Also ich denke, dass es zwischen Elon Musk und Bill Gates da auch immer so einen kleinen Wettkampf gibt. Also ich bin der Reichere, ich habe dann noch ein bisschen mehr als du und ich habe noch ein bisschen mehr zu sagen. Also ich denke, das wird dann auf allerhöchster Ebene so eine Spielerei sein. Nur dass dabei eben alle ethischen und moralischen Grundsätze dann verloren gehen. Also man sieht ja, dass diese Menschen dann bereit sind, andere Menschen über die Klinge springen zu lassen, und das ist natürlich eine grausame Entwicklung. Und die ist natürlich heute noch viel schlimmer, weil man die Leute heute ideologisch viel stärker beeinflussen kann. Und leider muss man sagen, ist so, dass das allgemeine Bildungsniveau ja in den letzten Jahren ganz stark gefallen ist. Also das ist wirklich ein sehr trauriges Phänomen. Aber ich habe insofern Hoffnung, als dass der soziale Graben sich ja immer weiter vertieft, immer mehr Leute dadurch also mit der Nase auf die Probleme gestoßen werden und dann eben nach Antworten suchen werden. Und meine Vermutung ist, dass die sich nicht an die wenden, die sie vorher belogen haben, sondern sich wahrscheinlich eher denen zuwenden, die vorher ihnen reinen Wein eingeschenkt haben. Und das ist auch für mich eine der Motivationen für meine Arbeit. Also ich habe gemerkt, in den letzten Jahren findet meine Arbeit wesentlich mehr Resonanz als noch vor 5 oder 6 Jahren. Und deswegen habe ich auch tatsächlich auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Außerdem muss man sagen, dass die Geschicke der Welt, die werden von 3 bis 5% der Menschen entschieden. Und die restlichen 95%, die sehen einfach zu, was da passiert. Ja, ich teile da auch nicht die Ohnmacht mancher und sehe das eigentlich auch relativ hoffnungsvoll, weil ich das Gefühl habe, die übertreiben es. Ich hatte da auch vor einer Weile mal einen Text geschrieben, Rekurs und Rochaden, mit dem Titel Rekurs und Rochaden, weil ich mal aufgezeigt habe, wo man zurückrudert. Ja, also zum Beispiel BlackRock, Larry Fink, hat immer diese jährlichen Bulletins an CEOs, die er veröffentlicht. Und in den letzten Jahren waren da stets mahnende Worte zu Diversity, Equity, Inclusion, und zu Sustainable Development Goals. Erstaunlicherweise war das dieses Jahr überhaupt kein Thema. Das Wort wurde nicht mehr erwähnt. Stattdessen stand wörtlich drin, BlackRock sei nicht woke und setze keine politische Agenda durch. Man rudert also da irgendwie zurück, beziehungsweise versucht sich öffentlich anders darzustellen. Ähnlich, und das finde ich auch ein interessantes Forum, Lynn Forrester de Rothschild, die diesen Council for Inclusive Capitalism gegründet hat. Weiß nicht, ob Ihnen der was sagt. Ja, weil das ist ja auch so ein unglaubliches Konglomerat. Da haben, ich glaube, BlackRock hat 9,5 Billionen Assets under Management, also Kapital, das direkt gemanagt wird, ne? So etwa. Und das sind aber Tausende von Beteiligungen, Millionen von Transaktionen über Aladdin, den Computer von BlackRock. Wenn man sich dann anschaut, dieser kleine Council for Inclusive Capitalism, das sind irgendwie 250 Leute und die haben noch 1 Billion mehr. Das sind 10,5 Billionen Assets under Management, mit dem man sich dann per Webseite offizieller des Council for Inclusive Capitalism auf die Fahnen schreibt, ein neues Weltwirtschaftssystem befeuern zu wollen. Also ich habe dafür nicht gewählt und ich glaube sonst auch niemand. Aber man rudert da auch zurück, weil auch der Rothschild dann in einem Interview bei Bloomberg gesagt hat, vor wenigen Wochen, man sollte dieses ganze SDG und ESG, den Begriff in die Tonne kloppen. Das müsste weg, weil das ist verbrannt. Also man will das Gleiche tun, aber man soll es künftig doch eher vielleicht Responsible Business nennen, verantwortliches Management, sowas in der Richtung. Also es zeigt aber zumindest auf, ja, die wollen wahrscheinlich das Gleiche weiter tun, aber sie haben auch erkannt, dass sie mit der Woke Agenda beziehungsweise mit diesem SDG, ESG-Programm nicht so wirklich weit kommen, weil das mittlerweile doch auf Widerworte stößt. Ja, ganz genau. Also das Narrativ wird verändert, aber die Agenda bleibt im Grunde die gleiche. Und man hat jetzt in den letzten Jahren immer stärker auf dieses grüne Narrativ gesetzt. Also deswegen sind ja auch die Grünen bei uns in der Regierung. Aber ich habe ja schon vor einem Jahr vorausgesetzt, also die Grünen werden irgendwann fallen gelassen werden. Und dann wird man sagen, also die sind eigentlich schuld an der ganzen Misere. Also ich glaube, Herr Habeck hatte noch keine Ahnung, wie mit ihm im Moment umgegangen wird. All die ganzen Entscheidungen, die er trifft, ruinieren ja mehr oder weniger die deutsche Wirtschaft. Also nur eine kleine Zahl. Deutschland hat mal über 5 Millionen Autos pro Jahr produziert im Moment noch
2 Millionen Autos. Und das wird noch weniger werden, weil der BlackRock eben im Hintergrund inzwischen auf chinesische Autos setzt. Aber ich glaube, man wird Herrn Habeck da noch eine Zeit lang an der Macht sein lassen. Und dann irgendwann wird das Ganze umkippen. Dann wird man sagen, also diese ganze grüne Agenda ist daran schuld, dass wir so in Schwierigkeiten sind. Und dann wird man mit der nächsten Agenda aufwarten. Die wird aber auch wieder im Interesse der Großen sein. Und was die Schwierigkeiten angeht, also der digital-finanzielle Komplex unterliegt natürlich auch bestimmten Gesetzmäßigkeiten, so wie wir alle der Schwerkraft unterliegen. Und der digital-finanzielle Komplex hat im Moment ein paar große Probleme. Der hat nämlich versucht, dieses neue Geld schon mal in Afrika, in dem größten Industrieland Nigeria, einzuführen. Und dieser Versuch ist absolut krachend gescheitert. Also da ist im Oktober 2021 ist da der E-Naira eingeführt worden. Und dieser E-Naira ist bis heute von weniger als 13% der Bevölkerung akzeptiert worden. Das heißt, in einem Industrieland ist es nicht so einfach, auf normalem Weg diese neue Währung einzuführen. Auch dann nicht, wenn man alle möglichen Zwangsmaßnahmen durchführt. Also da ist das Bargeld eingeschränkt worden, da sind Barabhebungen mit hohen Gebühren belegt worden, da sind Regierungszahlungen an die Privatpersonen in der Bevölkerung nur noch mit dem neuen Geld vorgenommen worden. Man hat die Leute also von allen Seiten drangsaliert und trotzdem haben die gesagt, nee, das neue Geld, das wollen wir nicht. Und das ist das Riesenproblem, vor dem der digital-finanzielle Komplex im Moment steht. Also wir leben seit 2019 in einer Phase, in der das bestehende System restlos geplündert wird. Also alles, was heute passiert, passiert deswegen, weil man weiß, dass das System sowieso nicht mehr auf Dauer am Leben erhalten werden kann. Aber die wissen nicht, wie sie das neue System einführen sollen. Also ich vermute im Moment, dass man diese Kriege deswegen ausweitet und dass man sozial noch mehr Unruhe schüren will, um die Leute in ganz große Schwierigkeiten zu bringen, um das neue Geld dann einerseits mit dem universellen Grundeinkommen einzuführen. Also ich vermute, dass in Deutschland zum Beispiel das Bürgergeld durch universelles Grundeinkommen ersetzt wird und dann alle staatlichen Zahlungen, wie zum Beispiel die Rentenzahlungen, auch auf CBDC-Basis dann nur noch auszahlen wird. Also ich vermute, man muss jetzt ganz große soziale Schwierigkeiten erzeugen. Man bringt sich damit allerdings in einen immer stärkeren Konflikt mit der Bevölkerung. Und das ist natürlich ein wunderbarer Nährboden für Aufklärung. Also das ist für uns eigentlich ein gefundenes Fressen, weil in dieser Zeit werden die Leute ihre Ohren und ihre Augen weit aufmachen und fragen, was ist da los, was passiert da? Und dann müssen wir natürlich da sein. Unser großes Problem ist eben, dass die ganze digitale Sphäre eben von der Gegenseite so beherrscht wird, dass unsere Reichweiten zum Beispiel da begrenzt werden und dass uns alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden. Ja, das stimmt, ja. Und ich sehe da auch positive Entwicklungen. Ich wohne in der Schweiz und hier gibt es dann auch den elektronischen Franken. Der ist auch schon relativ weit gediehen und diverse andere Projekte der Bank für internationaler Zahlungsausgleich, Project Helvetia etc. Da gibt es einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem man sich das sehr genau anschauen kann, erstaunlicherweise. Aber trotzdem steigt hier die Rate der Barzahler kontinuierlich seit 2 Jahren. Ich glaube, ich habe vor ein paar 14 Tagen gelesen, dass es um die 36 oder 39% der täglichen Einkäufe werden tatsächlich wieder mit Bargeld bezahlt. Das war 10% weniger vor ein paar Jahren. Und was man auch sieht, einfach im Alltag hier, die sind relativ weit fortgeschritten mit zum Beispiel den digitalen Checkouts in Supermärkten. Also es gibt eigentlich in jedem Schweizer Supermarkt, Sie sind ja auch ab und zu im Lande, gibt es diese elektronischen Checkouts. Aber meine Erfahrung hier im Tessin ist, dass sie relativ wenig genutzt werden. Also 80% der Leute, 90% der Leute stehen an der Kasse mit Personen, mit einer Kassiererin und freuen sich über diese, glaube ich, auch die soziale Interaktion. Für viele Ältere ist das auch, denke ich, eine der wenigen sozialen Interaktionen, die sie am Tag noch haben, wenn sie Rentner sind, Senior, und gehen einkaufen. Und die schätzen das, ja. Und ich glaube, dass den Leuten auch in einem gewissen Maße bewusst ist, dass das eine Dehumanisierung des ganzen Systems ist und dass sie sich da innerlich dagegen wenden. Jetzt nicht mal vielleicht aus einer kognitiven, tatsächlichen Erkenntnis heraus, dass das in der Zukunft in eine Dystopie führen kann, in eine Technokratie, dass es aber tatsächlich ein unterbewusstes Handeln ist, weil die Leute einfach gerne auch mit Menschen interagieren. Ich glaube, deswegen funktioniert es auf lange Sicht, also meiner Meinung nach nicht. Ich bin da eigentlich sehr hoffnungsvoll, dass das System sich übernimmt und an seiner eigenen Arroganz implodiert. Ja, ich denke auch. Also die ganze Agenda ist einfach so unmenschlich. Also man muss sich diese ganze transhumanistische Agenda einfach mal vor Augen führen. Also diese Verquickung der biologischen und der digitalen Sphäre, die Herrn Schwab da so vorschwebt. Also ich glaube, die meisten Menschen, die werden dann irgendwann, wird bei denen ein Punkt erreicht werden, wo die sagen, also das möchte ich dann doch nicht mehr. Also bei mir war es, also ich fand es ganz interessant, dass Meta, das große frühere Facebook, dass die mit ihrem Metaversum einfach nicht weitergekommen sind mit diesen
VR-Brillen. Die hatten ja sich ausgedacht, dass sehr viele Eltern dann ihren Kindern auch diese VR-Brillen kaufen, dass sie dann im Kinderzimmer damit spielen. Also ich glaube, da sind sehr viele Eltern davor zurückgeschreckt und auch viele Erwachsene wollen so eine Brille nicht. Aber man weiß nicht, was sie sich noch ausdenken. Ich weiß jetzt, ich habe gerade neulich gesehen, diese neuen Brillen, die sehen dann so aus wie die Brille, die ich hier trage. Also da merkt man dann gar nicht mehr, ob jemand im Metaversum ist oder ob er in der Realität ist. Das ist natürlich ein ganz gefährlicher Trend in unserer Zeit, diese Verquickung der fiktionalen und der realen Sphäre. Wie das weitergeht, weiß ich auch nicht. Aber ich habe so eine Vision im Kopf, dass irgendwann die Leute so die Nase voll haben werden, dass jede Menge Handys aus dem Fenster fliegen und dass die Leute hingehen werden und die Gebäude von Apple und Google dann stürmen werden. Also weil die einfach so wütend sind. Also der Volkeszorn, der wird sich dann irgendwann entladen, weil die Leute merken, dass das Ganze so unmenschlich ist. Sehen wir vielleicht doch noch die Mistgabeln und den Lynchmob auf der Gut Straße. möglich. Also aber das ist natürlich auch wieder eine erschreckende Zukunftsvision und Ja. deswegen ist es wichtig, die Leute aufzuklären, dass sie eben nicht zu diesen Mitteln greifen, sondern dass sie friedlich und über Aufklärung möglichst viele andere Gleichgesinnte kriegen, weil die Stärke der Gegenseite besteht nur darin, in dem Unwissen dieser Seite. Also je mehr Leute aufwachen und je mehr Leute das verstehen, was um sie herum passiert, umso schwieriger wird es für die andere Seite sein, diese ganzen Maßnahmen weiter durchzuführen. Ja, korrekt. Ich sehe das auch so, dass eben man nach der großen Disruption sucht, um sowas wie das Zentralbankgeld auch einführen zu können. Und ich glaube, damit will ich dann auch noch die letzten zwei Themen kurz anschneiden, dass man da auch die Migrationskrise jetzt kritisch beobachten muss, weil auf der einen Seite entsteht natürlich der Eindruck, zumindest medial, dass unsere Großstädte im Chaos versinken und von dem bösen islamischen Terrorismus jetzt übernommen werden, der da Free Palestine schreit auch. Also das erzeugt ja schon wieder ein ganz neues Angstnarrativ. Es ist nicht in Frage gestellt, dass Migration als Waffe eingesetzt werden kann, politisch. Ich denke, das sieht man auch in Frankreich, die mit Algerien einfach jetzt auch ausbaden, was sie in ihrer Kolonialzeit angerichtet haben. Also da hat man sich sicherlich Probleme ins Land geholt. Auf der anderen Seite sieht man aber jetzt erstaunlicherweise, dass Menschen, die vorher gegen digitale Überwachung waren und gegen die Verwendung von QR-Codes, dann sagen, ja, es wäre doch super, wenn die alle biometrisch identifizierbar sind, die Migranten, wenn die jetzt eben kein Geld mehr bekommen, sondern QR-Codes, Rabattmarken, was auch immer. Also das sind ja alles dann auch Tools, mit denen man im Prinzip diese Technokratie, dieses Tracking der einzelnen Personen auf der Mikroebene im täglichen Gebrauch der Gegenstände tun kann, umsetzen kann. Und dass da jetzt Leute plötzlich nicht erkennen, dass sie praktisch auch hier fordern, wie Huxley es gesagt hat, also sie bauen sich dann ihr eigenes digitales Gefängnis, indem sie jetzt die Migranten zuerst mal mit biometrischer Erfassung drangsalieren wollen, aber nicht sehen, dass das später dann für alle in der Bevölkerung wahrscheinlich kommen wird. Ne? Ja, das ist natürlich eine ganz große Dummheit, mit der jetzt gespielt wird, dass vielen Leuten da suggeriert wird, dass die Krise eigentlich eine Krise der Migration ist. Also dass die Migranten hier ins Land geströmt sind und dass das Schwierigkeiten gebracht hat, das bestreitet ja kein denkender Mensch. Aber diese Migranten sind ja selber zu einem großen Teil Opfer der sozialen Umstände. Und der Hintergrund der Migration ist die unglaubliche soziale Ungleichheit und vor allem die Explosion der sozialen Ungleichheit. Und der Schuldige an dieser Explosion der sozialen Ungleichheit, der sitzt in der Wall Street und im Silicon Valley. Und der sitzt nicht irgendwo in Nordafrika und versucht, in unsere Gefilde zu kommen, damit er seine Familie da ernähren kann. Also ich sehe das Ganze auch als eine große menschliche Tragödie, aber ich finde es absolut abscheulich, dass viele Leute dann den Migranten die Schuld geben für etwas, wobei sie eigentlich nur die kleinen Bauernfiguren auf einem großen Schachbrett sind. Also da muss man wirklich vorsichtig sein und ich weiß auch, dass einige Parteien da groß Kapital draus schlagen. Also ich möchte damit nichts zu tun haben. Also für mich sind Migranten auch Menschen und Migranten haben das Recht, wenn sie denn Flüchtlinge sind. Also ich fand ganz besonders abscheulich jetzt Frau Weidel hat sich da geäußert und hat gesagt, aus dem Gazastreifen darf kein einziger Mensch nach Deutschland aufgenommen werden. Das finde ich eine abscheuliche Äußerung. Ich finde, diese Menschen, die da wirklich um ihr Leben kämpfen, das sind genau die Menschen, die tatsächlich mal Hilfe bräuchten. Also ich bin da absoluter Gegner dieser ganzen Agenda, die Schuld da auf die Migranten zu schieben. Schuld an der ganzen Sache sind Leute, die in Schlips und Kragen irgendwo ein Luxusleben führen und die sich in ihrem Reichtum da wälzen und die von Tag zu Tag noch reicher werden und an dieser transhumanistischen Agenda arbeiten, die uns alle in eine absolut dystopische Zukunft führen soll.
Das sehe ich genauso. Entweder gelten die Menschenrechte für alle und alle Menschen sind Genau. gleich. Da kann man nicht Abstufungen machen nach Rasse, Religion, Herkunft, oder Stand. Und wenn man da, jetzt sind wir schon beim Thema nochmal mit Gaza, Israel, wenn man da schon beim Thema ist und schaut sich dann die Geschichte an, dann muss man im Prinzip von den Briten erwarten, dass sie sich in diesem Konflikt engagieren und dort etwas tun und für Frieden sorgen. Denn die haben im Prinzip geopolitisch uns den Krempel eingebrockt. Ja? Also hätten die da nicht eingehen des 20. Jahrhundert, im Ende des Osmanischen Reiches mit ihrer Geopolitik und ihrem Kolonialismus ausgelöst und praktisch zementiert, was wir da heute an Struktur finden, geostrategisch, dann hätten wir die Situation gar nicht. Ja? Also von denen hört man aber natürlich nichts, außer dass wir Waffen liefern sollen Ja, und genau. die Israelis stützen. Ja? Ganz genau. Wie sehen Sie, ich habe ja Ihre Position dazu auch schon gesehen, also wie sehen Sie denn die Entwicklung dahingehend jetzt im Nahen Osten? Ist da aus Ihrer Sicht mit einem ausufernden Konflikt Iran, das ist ja schon lange ein Plan der Amerikaner, ist das tatsächlich ein Szenario, mit dem man rechnen muss? Oder denken Sie, Israel wird irgendwann auch eingefangen oder hält sich dann zurück? Oder glauben Sie tatsächlich, dass es da in die Richtung geht? Wir nehmen uns jetzt auch mal den Iran vor, der schon lange auf der Karte steht bei den Amerikanern. Also gut möglich. Also da sind alle Optionen im Moment offen. Also man hält sich diese Optionen offensichtlich offen, weil die Israelis gehen ja auch gegen den Libanon vor. Im Libanon haben wir es mit der Hisbollah zu tun, die ist vom Iran gestützt. Und dann gibt es ja jetzt inzwischen auch den Konflikt mit den Houthi-Rebellen im Jemen, die auch vom Iran gestützt werden. Was ich übrigens auch ganz interessant finde, dass da in diesen Konflikten jetzt plötzlich auch Waffen auftauchen aus Afghanistan. Ich habe mich damals immer gefragt, wieso die Amerikaner Afghanistan einfach räumen und ihr gesamtes Waffenarsenal da zurücklassen. Inzwischen ist mir klar, das war auch eine Absicht dahinter, weil Kriege brechen nicht einfach so aus. Kriege werden langfristig vorbereitet. Da werden monatelange Vorbereitungen getroffen. Und wir wissen ja, dass der Krieg jetzt auch mit einem sehr merkwürdigen terroristischen Angriff da begonnen hat. Vor allen Dingen merkwürdig die Tatsache, dass mit Paraglidern und Traktoren die bestgesicherte Grenze der Welt überwunden werden konnte, dass 6 Stunden lang von israelischer Seite nicht darauf reagiert wurde und dass wir es in Israel mit einem Ministerpräsidenten zu tun haben, der offensichtlich ganz einfach von hinten gesteuert werden kann, weil er nämlich gerichtlich belangt wird wegen Betrug, wegen Korruption, wegen Begünstigung und gegen den auch schon 1 Million Israelis auf die Straße gegangen sind. Also die Situation ist natürlich äußerst günstig für die im Moment an den Hebeln der Macht sitzen. Die werden diesen Konflikt auch weiter schüren, weil die verdienen an den ganzen Waffen, die da zerstört werden. Wie weit die im Moment gehen werden, weiß ich nicht. Ich weiß nur eines, das wichtigste Programm im Hintergrund, was im Hintergrund läuft, ist die Einführung von CBDCs. Und da wird wahrscheinlich da irgendeine Entscheidung getroffen werden. Und meine Vermutung ist, dass man die CBDCs auch nicht national einführen wird, sondern international. Also der Internationale Währungsfonds arbeitet ja an einer Plattform, um alle CBDCs zusammenzuführen. Und wir wissen, das wird auf Schwierigkeiten treffen. Und natürlich ist es auch möglich, sich so ein Szenario zu überleben, auszudenken, dass jetzt irgendwie etwas ganz Großes passiert. Sowas wie meinetwegen 9-11. Und dass man dadurch also dann die Leute so sehr in Angst und Schrecken versetzt, dass man dann sagen kann, also wir brauchen diese neue Währung, weil anders geht es einfach nicht mehr. Und dann werden die Leute das schlucken. Ich glaube ja auch, wenn die KI so weiter voranschreitet, werden wir es in wenigen Monaten schon mit einer unglaublichen Arbeitslosigkeit zu tun haben. Und dann kann man das auch noch benutzen als Instrument, um dieses neue Geld dann den Leuten aufs Auge zu drücken. Ja, das mit Israel und Gaza kann ich bestätigen. Ich habe da ja 2 Jahre lang gearbeitet und gelebt und an diese Grenze kommt man nicht ran. Also ich war selbst dort und wer da annimmt, es könnte sein, dass an 15 Stellen einfach da der Zaun durchbrochen wird, beziehungsweise die Mauer überwunden und dann stundenlang da keine Antwort kommt der israelischen Verteidigungskräfte. Das ist völlig hanebüchen. Also das ist fernab. Das ist nicht mal denkbar. Ja? Also nicht mal eine Katze schafft es an diesen Grenzbereich. Und es ist eben, und wer auch nicht dort war, ich wiederhole es fast in jedem Gespräch, aber es gibt dieses schöne Sprichwort von Alexander von Humboldt, die schlimmste Weltanschauung ist die Weltanschauung der Leute, die die Welt nicht angeschaut haben. Und ich war da eben schon und ich kann sagen, wenn man es nicht gesehen hat, Gaza, von innen, dann kann man sich auch ganz schlechten Eindruck machen. Und als bevor ich dorthin bin, den Eindruck, den ich von hier hatte, medial, von Israel, vom Gaza-Konflikt, ja, und von dem, was da stattfindet, das hat mit der Realität dort nichts zu tun. Nichts. Ja, also selbst in der Biografie von David Rockefeller, auf die ich vorhin zu sprechen kam, gibt es einen Absatz über Gaza, wo er einmal zu Gast war und sagt wörtlich, sowas Deprimierendes hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Es ist ein Ghetto.
Das sind die Worte von David Rockefeller, der nun nicht wirklich im Ruf steht, links, oder sonst was zu sein. Ja? Also erzkonservativer Machtpolitiker oder Machtmensch. Selbst der beschreibt das als Ghetto in seinen Memoiren. Also ja, von daher, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Also das Menschenrechte gelten für alle, und wenn Pazifismus, dann muss der aber auch uneingeschränkt gelten. Und wenn jemand Terrorismus als Mittel benutzt, dann haben sich die Täter einzeln vor Gericht zu verantworten. Ansonsten machen wir uns selbst zu Barbaren, die wir verurteilen auf der anderen Seite. Ja. Ja, ich bin auch, muss sagen, ich bin sehr erschrocken über das, was jetzt gerade passiert, dass man da ein Krankenhaus bombardiert, unter dem Vorwand, dass dieses Krankenhaus eben irgendwelche Terroristen beherbergt. Also wie man so weit gehen kann, das hätte ich mir, also vor 5 Jahren oder vor 3 Jahren hätte ich mir das nie denken können. Aber wir sind in einer Welt, in der wirklich die Masken fallen im Moment. Und das ist wirklich ganz interessant, dass einige Leute da überhaupt keine ethischen und moralischen Prinzipien mehr verfolgen. Ja, und erstaunlich, dass die Leute, die 3 Jahre lang für Menschenrechte eingetreten sind, im Rahmen von Corona plötzlich auch nicht erkennen, dass es dann eine kognitive Dissonanz ist, wenn man sich hinter eine Flagge stellt und schreit Stand with XY, ja, und Ja, genau. dann im Prinzip befürwortet, dass Unschuldige getötet werden, anstatt zu sagen, nein, es wäre richtig, die Leute vor Gericht zu stellen, weil wir sonst selbst Barbaren sind. Ja? Also Ganz entweder genau. gelten diese Reglements und diese Ansprüche für alle oder eben nicht. Wir sind fast am Ende unserer Zeit. Ich möchte aber, nachdem wir sind ja beide im neuen Buch von Ulrich Mies, das man hier vielleicht auch noch mal kurz erwähnen darf, das Einmaleins des Staatsterrorismus, da haben wir beide einen kleinen Beitrag geleistet. Auch das ist jetzt nicht so wirklich ein Gute-Laune-Buch. Man sagt ja immer, das ist alles ein bisschen sehr düster. Ja? Und ich habe auch irgendwo den Vorwurf gelesen in Ihre Richtung, Sie würden ja immer Themen, das höre ich auch oft, aufarbeiten, kritisieren, historisch darstellen, aber wir würden ja keine Lösungen anbieten. Es wäre doch alles so grau und in der Zukunft wäre im Prinzip keine Hoffnung mehr zu sehen. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal auf tatsächlich Alternativen kommen und Dinge, die man tun kann in einer solchen Situation. Was sagen Sie denn dazu? Also ich kann da ganz klar zu sagen, Lösungen kann ich nicht bieten, und zwar Lösungen möchte ich auch nicht bieten, weil Lösungen müssen alle zusammenfinden. Das ist das Entscheidende. Also ich finde, wenn wir zu einer Demokratie irgendwann mal zurückkehren, dann doch auf die Art und Weise, dass die Mehrheit darüber entscheidet, wo, in welche Richtung die Menschheit gehen will. Aber ich kann ein paar Handlungsanweisungen geben. Also im Moment sehe ich ganz einfach, dass 95 oder 98% der Leute die Dinge offensichtlich noch falsch wahrnehmen, die um sie herum passieren. Und deswegen denke ich, das Wichtigste überhaupt, was Handlung angeht, ist die Menschheit weiter zu informieren über die Dinge, die im Hintergrund laufen. Und da ist es eben im Moment ganz wichtig, über die CBDCs zu informieren, über die Hintergründe eines Krieges. Ich finde es auch ganz wichtig, die Leute mal darauf hinzuweisen, mal die ganzen Vorwände für Kriege zu studieren. Die waren oft gefälscht. Also ob das der Tonkin-Vorfall in Vietnam war oder ob das die Massenvernichtungswaffen im Irak-Fall war. Also man sollte da wirklich sehr, sehr kritisch auf all das blicken. Und ich finde wichtig, andere zu informieren und damit also die Basis der Leute, die das ganze System in Frage stellen, immer immer breiter zu machen. Und ich sage immer, der Nährboden für solche Aufklärung ist nie besser gewesen in unserer Zeit, weil die andere Seite kämpft im Moment gegen die Zeit. Also die müssen die neue Währung einführen, die können sie aber im Moment nicht einführen. Die müssen die Leute in Angst und Unsicherheit halten und greifen da von einem Narrativ zum nächsten, und die Abfolge kommt auch immer schneller. Also wir haben 2,5 Jahre die Pandemie gehabt, dann haben wir ein Jahr den Ukraine-Krieg, jetzt haben wir seit ein paar Monaten den Israel-Krieg, jetzt geht es plötzlich auch gegen die ESG-Agenda. Also da ist ein riesiges Durcheinander, dass diese Leute ihre Glaubwürdigkeit immer stärker verlieren lässt. Und das ist natürlich die große Chance für eine große Welle der neuen Aufklärung. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine Aufklärung, so wie wir sie vor 250 Jahren mal gehabt haben, weil wir leben in einer absolut düsteren Zeit, schlimmer als im Mittelalter, weil die Manipulation heute viel weiter vorangeschritten ist, weil den Leuten viel, viel, viel mehr Falsches in den Kopf reingegeben worden ist. Also eines meiner Lieblingssprichwörter kommt von Mark Twain. Der hat mal gesagt, nicht das, was wir nicht wissen, bringt uns in Schwierigkeiten, sondern das, was wir fälschlicherweise zu wissen glauben. Und ich glaube, von diesem fälschlichen Wissen sollten wir uns alle trennen. Ja, das sehe ich auch so, dass ja, Bildung, Wissen, auch Geschichtsbewusstsein die Realität der Gegenwart in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und ich sage immer, dass
Revolutionärste in diesen Tagen ist, wenn man ein glückliches Leben führt und sich die Laune nicht verderben lässt. Denn, und ich glaube, das sehe ich bei Ihnen auch, wenn man mit Humor der Sache begegnet und einem gewissen, in der Musik sagt man Overstanding, also mit einer gewissen Vogelperspektive die Dinge auch betrachtet, statt sich emotionalisiert in die einzelnen Grabenkämpfe zu begeben, dann hat man eine deutlich bessere Position, weil man auch sich selbst nicht so aufzehrt. Ja? Also Leute, die da permanent in diesen erhitzten Debatten sind, zehren natürlich auch ihre eigene Energie auf. Und ich glaube, das ist überhaupt nicht zuträglich. Ich glaube, zuträglich ist, wenn man sich auf sein Umfeld konzentriert und jeder kann in seinem kleinen Umfeld, in seiner Welt doch einiges tun, auch wenn man erstmal ohnmächtig erscheint. Aber wenn man es vorlebt, im Management heißt das dann gern Lead by Example, wer es vorlebt, der positiv ausstrahlt, der bewirkt auch was im näheren Umfeld. Und wenn das viele tun, sind wir am Ende immer noch die Mehrheit der Menschen, die keinen Krieg wollen und der Menschen, die friedlich und glücklich zusammenleben wollen, so wie es auch eigentlich ist. Israelis und Palästinenser möchten, wenn man dort ist und mit den einfachen Menschen spricht, die da arbeiten, dann unterstützen nämlich auch dort nur etwa 20% auf beiden Seiten diese radikalen Agenten. Ja. Ja, genau, ich sehe das ganz genauso. Also man muss sich ein gutes Umfeld schaffen. Wenn man kein gutes Umfeld hat, ist man verloren in diesen Zeiten. Also man sollte möglichst auch nicht so sich auf sich selbst zurückziehen. Also ich glaube, in dieser Zeit haben Leute, die so introvertiert sind, eher große Probleme. Also man sollte da an sich selber dann arbeiten, weil ich würde meine Arbeit auch nicht durchstehen, wenn ich nicht ein gutes Umfeld hatte. Also ich habe meine Kinder, meine Enkel, meine große Familie hier, aber ich habe auch einen großen Freundeskreis und ich muss ab und zu auch Auszeiten nehmen. Also ich sitze nicht den ganzen Tag 24 Stunden lang und gucke nach, was BlackRock gerade wieder treibt oder was Benjamin Netanyahu macht oder wer die Hintergründe von Herrn Milei sind, sondern ich gehe auch mit meiner Enkelin hier auf den Spielplatz und ich trinke auch abends mit Freunden gerne mal ein Bier. Also man muss sich das normale Leben da nicht verderben lassen, sondern da aus diesen Quellen dann seine Kraft schöpfen, um diese ganze Arbeit, die wirklich wichtig ist in meinen Augen, um die leisten zu können. Absolut, ja, es ist eine Isolationspandemie, die es gibt, ja, also. Das ist tatsächlich so und das ist auch befeuert natürlich durch die ganze Digitalisierung und die Leute, wie Sie sagen, sollten nicht vergessen, dass das Wichtigste ist das sogenannte Sozialkapital. Ja? Je mehr Freunde ich habe, desto besser ist das eigentlich. Ein enges Umfeld, ein vertrauensvolles Umfeld, das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben. Danke. Dann danke ich mal soweit fürs Gespräch und möchte aber noch ausgangs fragen, gibt es von Ihnen irgendwas Neues? Kann man ein neues Buch erwarten? Was sind die aktuellen Vorträge oder gibt es irgendwas, worauf man die Zuschauer noch hinweisen darf? Ja, ich habe in diesem Jahr, habe ich glaube ich, noch drei Vorträge, einen in Österreich, einen in Norditalien, also in Bozen. Ich glaube, die sind beide schon ausverkauft. Aber ich habe dann noch am 9.12. einen in Bad Hersfeld. Das wird mein letzter Vortrag für dieses Jahr in Deutschland sein. Und dann mache ich dann im Januar wahrscheinlich in Norddeutschland dann weiter mit den Vorträgen. Ansonsten, ich wünsche allen einfach nur viel Kraft in dieser Zeit. Das finde ich ist das Allerwichtigste. Tankt ab und zu mal auf. Vergesst einfach alles mal, was um euch herum so passiert. Nehmt euch eine Auszeit und dann geht mit Volldampf wieder rein. Und zwar in die Aufklärung. Aufklärung ist das Zauberwort unserer Zeit. Und ich glaube, am Ende werden wir mit der Aufklärung auch ganz schön was bewirken. Weil ich bin ja in China geboren. In China gibt es das Zeichen für Krise. Und dieses Zeichen, also besteht eigentlich aus zwei Zeichen. Das eine ist Gefahr und das andere ist Chance. Und das sollten wir immer im Kopf behalten. Die historische Chance, die uns die gerade sich entwickelnden Dinge bieten. Die Feder ist am Ende doch mächtiger als das Schwert. Ganz genau. Gut, dann bedanke ich mich vielmals für das nette Gespräch und wünsche Ihnen weiter alles Gute. Desgleichen, bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Tschüss.